Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Mother Brothers. Das zweite Gast-Replay hier. Einmal kurz in die Einstellung gehen. Während er durch die Gegend kriecht. Hier am Start für euch, schon Farmblink aktiviert. Ist. Bielefant. So, jetzt einmal. Sachen verstecken. Mit seinem UI, wie man sieht, er benutzt die 150 mm. Dörp-Kanone, hauptsächlich HE drin, 3 Gold, 17 AP. Ich habe den Panzer aber noch nicht gefahren. Ich würde sagen, das ist relativ Standard. Ich denke, ein paar werden mehr Gold mitnehmen, weniger AP dafür. So, diesen Panzer, Seitenpanzerung ist eigentlich ziemlich schlecht, aber der hat die Schottpanzerung vor den Ketten. Dazu hat man noch die Ketten, dann die Panzerung, was schon mal was absorbieren kann. Die Front und Heck sind gleich stark gepanzert, dementsprechend sehr stark mit 150 mm. Nur hier die Platte vorne ist schräg, hier ist gerade, der Oberplatte hier ist schräg und hier ist gerade. Man kann hier so über den Ketten durchschießen, unter die Titten. Da hat man sehr schwache Panzerung, sondern da guckt ihr jetzt, ob dieser Tiger sich wagt rauszukommen, um den abzuschießen. An sich kein schlechter Move. Dann entscheidet sich jetzt aber, dass der Tiger wohl nicht rauskommen wird, zu schnell. Und fährt stattdessen an die Stelle des schweren Panzers Nummer 6, also des Japan-Tigers. Fährt um die Ecke, wahrscheinlich will er den, also den Side-Scrapen. Side-Scrapen ist erstmal eine gute Idee. Aber ich denke, man den Jagdpanzer 4 raushauen. Hinten steht vor den Jagdpanzer, Jagdpanzer prallt er den ab. Das war nachts vollziehen. Er hat irgendwo in der Front getroffen, würde ich sagen. Genau. Steht jetzt frontal zum Jagdpanzer, macht den Schaden. Sie winkelt sich jetzt aber zu weit an. Man sieht das jetzt vielleicht, obwohl er sich gar nicht die Ketten getroffen hat, sondern den Turm. Also hier, ne? Und der Turm ist so gesehen eine Schwachstelle, weil der Turm auch 150 mm Panzerung hat. Oder 160. Jedoch Jagdpanzer mit 200 Durchschlag und mit der 10-5er, die er benutzt, was man hier im Schaden sehen kann. Hat genug Durchschlag, um da durchzuhauen. Und von daher hat der Jagdpanzer ihn durchschlagen. Er hätte vielleicht besser Zeit scrappen sollen an der Stelle. Da er mit Sidescrapen noch bessere Chance gehabt hätte, ihn abzubrennen zu lassen. Jedoch ist der Turm immer noch eine Schwachstelle. Auf den Jagdpanzer, was man hier direkt wieder sieht. Da kriegt den Jagdpanzer nicht rein, der Jagdpanzer ab, kriegt den VK nicht rein. VK prallt aber ab am Turm. Der hat nämlich mit 157 mm durchschlagen. Aber man sieht, der Jagdpanzer hat genau durch die Kanone geschossen. Also das funktioniert auch. Und jetzt einfach hier gerade raus mit Gold diesmal, ne? Merkt euch das. Die Goldmunition hat genug Durchschlag, um den VK durch die Seite zu hauen. Jetzt Risiko, ne? Fährt mit der Seite raus. Jagdpanzer, zwar noch zu merken, aber unbedingt zu gehen, allen schlecht. Kecken, genau, hat 150 Durchschlag, also kommt nachher komplett durch die Front von dem VK durch. Ist da noch wieder auf AE umgeladen, AE hat 75 mm Durchschlag, 910 Alpha-Schaden, während die Heat 200 hat, die AP hat auch 200 Alpha-Schaden und 121. Durchschlag, aber nur 121, was extrem viel ist, was man überdenkt. Da der Jagdpanzer jetzt tot ist, hat er eigentlich kein wirkliches Problem mehr mit dem Gegner. Jetzt heißt es aufräumen. Für sowas ist eine HE-Gun natürlich ziemlich geil. Im Nahkampf Gegner rauszuhauen, weil du brauchst sie nicht durchschlagen mit dem Kaliber. Du triffst sie einfach und sie sind tot. Der A3 wird jetzt echt einen dicken Hit bekommen, wahrscheinlich vom Skoda unten noch irgendwas anderem. Ein D-Max noch dabei. Okay, das war ein ordentlicher Snapshot. Er hat Glück gehabt. Aber der Skoda wäre sonst abgehauen, von daher kann ich verstehen, dass er ihn geschossen hat. Fährt jetzt Richtung Basis zurück, wo der seine Seite so gesehen sicher ist, weil der kein T-485 mehr steht. Fährt jetzt weiter Richtung eigene Basis zurück, um dich zu verteidigen. Nicht, dass jetzt kommen, weil sonstiges mit Lowlife, ne, ELC habe ohne Panzerung. Also ja, generell haben die Gegner eigentlich keine Panzerung mehr, aber einzige, wo er mit HE wahrscheinlich nicht durchkommt, ist der 3002M Frontal. Der ihn aber durchschlägt, seitlich. Also, jetzt prallt er ab am Turm. Aber vorher hat er ihn genau die Stelle geschossen, was ich gesagt habe, nämlich unter der Kette lang, ungefähr hier rein, in die Titten. Also nicht in die Titten schießen, außer ihr habt über 150 mm Panzerung.
Er nutzt gerade den Effekt aus, dass sein Arsch ziemlich geil gepanzert ist, von daher braucht er von dem Cromwell hinten keine Angst zu haben. Außer der schießt Gold. Und jetzt fährt er hier rum. Der VKM ist abgehauen von ihm. Kann ich verstehen. Will ich ihn kalt töten und der hat jetzt den Arsch vom VKM. Und ganz ehrlich, da reicht auch der Auto-Aim. Damit hat er gewonnen und wir sehen uns auf den Endergebnissen wieder. Boom, Schakalaka. Ja, das sind die Endergebnisse, nicht mein Aufwandprogramm. So. Man sieht, zweite Klasse, Schläger, bombensicher und Wirkungsfeuer. Er hat dazu noch einen Großkaliber bekommen. Man sieht leider nicht mehr, was er kritisch beschädigt hat, aber ich denke mal hier, keine Ahnung, Richtschützen und Kanone oder sowas. Ein Fahrer, würde ich vermuten. Da sowas wie alles wie Motor, Treibstofftank, Kette. Wahrscheinlich noch irgendwie Ladeschützen, Funker, sonstigen Blödsinn. Jagdpanther würde ich auch so vermuten wie Richtschütze. Oder Ladeschütze. Von dem, wo er getroffen hat. Könnte aber auch genauso gut die das Getriebe gewesen sein, genau. Ich habe gerade den deutschen Begriff dafür gesucht. Gut, wenn es um die Teamauswertung geht und man in den Schaden guckt, sieht man, dann geht nicht mit der Jagdpanther den meisten Schaden, der auch ihn durchschlagen hat zweimal. Aber dann mit diesen zwei Durchschlägen hat er schon die Hälfte seiner Durchschläge durchgehabt. Manchmal die Karte ist, würde ich sagen, nicht so für TDs geeignet. Also ihm sei verziehen, er hat irgendwas an Medaille erhalten. Man sieht jetzt zum Beispiel jetzt auch bei Bielefant, der hat 4 Medaillen erhalten. Das heißt, diese Medaillen sind 1, 2, 3, die hier mit reingerechnet und die Großkleber. Das heißt, der hier wird. Ah, der wird Wirkungsfeuer bekommen haben. Der hat auch Wirkungsfeuer plus irgendwas anderes, keine Ahnung, Gerichtsschütze, sonstigen Blödsinn. Der hat Wirkungsfeuer. Der hat Wirkungsfeuer. Der hat kein Wirkungsfeuer. Der ist wahrscheinlich dann irgendwie, keine Ahnung, Gerichtsschütze bekommen. So, in der Art sind die halt mit aufgelistet, deswegen nicht wirklich so repräsentativ, als wenn du das jetzt im Spiel siehst. Aber man sieht es auch, bei ihm hat er den meisten Schaden rausgehauen, mit Abstand würde ich sagen. Der Max vom Gegner hat auch eigentlich ganz gut Schaden rausgehauen. 8 Schuss, 6 Treffer, 5 Durchschläge, 1024 Schaden. Ich muss ja auf Klaus trinken, genau. Die Su bei mir hat noch gut Schaden rausgehauen, mit 7 Schuss, 4 Treffer, 4 Durchschläge, 1200 Schaden. Und der Typ 4 Chinookai hat eigentlich auch noch einen guten Job gemacht. 11 Schuss, 11 Treffer, 9 Durchschläge, 1034 Schaden. Und wie gesagt, leider keine Medaillen zu sehen, was sie bekommen haben. Dann gehen wir mal zum detaillierten Report. 7 Schuss, 6 Treffer, 6 Durchschläge. Das eine war Gold, der Rest war HE. HE gilt immer als Durchschlag. Einmal gesplashed. Manchmal wird HE als Durchschlag und Splash gleichzeitig gerechnet, also vage. Mit dem einen Treffer mit über 700 Schaden hat er fast 2600 Schaden verursacht in den, sagen wir mal, 5 Minuten, die das Gefecht lang war. War im 5-Wochenende, also ne, 1700 Erfahrung hat er bekommen. Base waren es 1146, dann mal 5. Das heißt, ohne Prämie hätte er 5730 bekommen. Mit Prämie hat er ganze 8600 Erfahrung bekommen. Und er hat 33370 Credits plus gefahren mit Premium. Ohne Premium hätte er immer noch 18000 Credits plus gefahren. Ansonsten, er hat 10 Treffer erhalten, 3 sind durchgegangen. Was war das? Jagdpanther. Und der VK 3002M am Ende. Der Rest ist alles abgeprallt. Damage Block bei Arme ist dementsprechend 1435. Hätte hier noch einen Treffer mehr erhalten müssen. Also, keine Ahnung, der VKM hätte nochmal auf ihn schießen müssen. Oder der Cromwell hätte auf seinen Arsch schießen müssen. Damit er die Stahlwand kriegt. Also, ich hätte eigentlich noch einmal schießen müssen. Er hätte eine Stahlwand gehabt und das relativ sicher. Sagen wir es so. Also, ordentlich gespielt. Sein Team war sehr lange Zeit im Vorteil. Auf seiner Flanke zumindest. Auf seiner Flanke war das andere Team im Vorteil. Hat diesen Vorteil einfach nicht richtig ausnutzen können. Da. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass wenn die Stadt meist wichtiger ist in Ruinberg als die Außenseite, meistens, also es gibt Gefechte, die von außen gewonnen werden, oder wo das eigentlich komplett außen, das andere Team komplett innen trotz des Äußeren gewinnt, aber es ist selten, aber von innen halt die Basen besser verteidigen kann. Ansonsten, ja, was kann man so sagen? Schön gespielt, richtig geil für eine fünffache Erfahrung, kann man nicht anders sagen. Hat auf jeden Fall die Schlacht in der Stadt deutlich verkürzt. Gut gemacht, Bielefant.
Peace out, euer Benetoys.